Das Konkubinat ist gesetzlich, insbesondere auch zivilrechtlich, nicht definiert. Es hat sich daraus abgeleitet, aus der Rechtsprechung, also vom Gericht, so eine Definition, die davon redet, dass man ein Konkubinat dann vorhanden ist, wenn eine Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft vorhanden ist. Man redet teilweise auch von einer eheähnlichen Gemeinschaft. Das Konkubinat ist also als solches, also Konkubinatspartner, sind nicht geschützt. Sie haben gegenseitig fast kein Recht, aber auch nicht unbedingt Verpflichtungen. Und darum ist es sehr wichtig, dass das Konkubinat ja untereinander auch geregelt werden kann. Es gibt zum Teil Rechte, die sich ableiten von anderen Rechten, zum Beispiel Eigentumsrecht, also wenn Konkubinatspartner miteinander zum Beispiel eine Wohnung oder so haben. Aber ganz konkret, so wie die Ehe, ist eben das Konkubinat im Gesetz nicht geregelt.